Setup-Änderung, Setup-Änderung und es soll, Strecke nass sein, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Warum sind die Trockenreifen noch drauf? Das verstehe ich noch nicht. Vielleicht ist es aber auch genauso gewollt. Könnte sein. Strecke aber ziemlich nass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier mit Trockenreifen zu befahren ist. Wenn wir jetzt rausfahren, dann fahren wir, glaube ich, aus der Boxengasse raus. Wir müssten eine Runde drehen. Allerdings, wenn es jetzt wirklich noch mit Trockenreifen geht, dann verpassen wir eine Chance. Ach, Mann, nee. Wer will denn jetzt rausfahren? Ach, Inters haben die drauf, das sehe ich dann doch. Okay. Gut. Reifen. Die da tanken. Sich jetzt aber mal für 12 Runden mitnehmen. Oh, auf einmal tropfen da Tropfen runter. Naja, um genau zu sein, laufen sie eher runter. Wir haben Vorfahrt. Du Rotnasenspitze. Ist sogar eine leichte Pfützenbildung zu erkennen. Mal gucken, was der Hintermann jetzt macht. Beim hier links vielleicht fahren. Nee, er fährt nicht über die Wiese. Krass. Was habe ich jetzt erwartet? Diese Striche da auf der Fahrbahn. Ich hätte ihn vorbeilassen sollen, fällt mir gerade ein, aber der Gedanke kommt jetzt etwas spät, fällt mir gerade ein. Wenn er jetzt vorbeifährt, dann blockiert er doch uns in den SS. Dann soll er jetzt lieber weit zurückfallen, das wäre mir ganz recht. Ich denke mal nicht, dass es noch besser werden wird, wobei der Himmel sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Deswegen habe ich auch 12 Tankrunden mitgenommen, denn tendenziell wird das Wetter eher schlechter. Da bringt es nichts, sich irgendwie noch ein paar Runden aufzuheben. Wobei man trotzdem mal gucken könnte, wie es am Ende ist, so mit 3 Restrunden. Tut sich aber schwer. Na, jetzt verbremse ich mich. Stimmt die Kameraperspektive bestimmt wieder nicht, oder? Deswegen sieht das bestimmt nicht so cool aus, wie es sich eingefüllt hat. Bei McLaren Mercedes hat der Unterboden geglüht. Na, sieht nicht so gut aus. Mann! Quick Nick ist ganz quick. Oh, hier ist was gelb. Wir hätten hier einen Abflug gemacht. Dann BMW Williams. Nee, was? Das ist doch noch der McLaren Mercedes. War schon wieder abgehauen, aber der ist ja weit vor uns. Was war hier los? Hä?
Hier ist jemand ausgeschieden. Kimi, Bums. Sein Herr Jimmy Kollege steht auf der 1. Hinten sein Unterboden war gerade auch sehr rot. Oder sehr glühend. Tja, da war es wohl zu nass. So. Die Runde ist nix, dann muss die nächste herhalten. Aktuell sind wir 15. Bei so komplett nassen Bedingungen, denke ich mal, könnten wir noch eher besser abschneiden als im Trocknen, aber noch besser wären Mischmaschbedingungen. Aktuell sind wir 6., aber auch bestimmt letzter von denen, die mehr Zeit haben. Das war auch wieder sehr wild, aber hat funktioniert. Oh! Das ist jetzt interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass hier eine Ideallinie entsteht. Dann wäre es doch vielleicht günstig, gegen Ende nochmal zu fahren. Oder es wird am Ende nochmal stärker. Die Wettervorhersage muss ja auch nicht stimmen. Schwierig. Aktuell sind wir 4. Zweite Reihe, gut gemacht. Ich gehe wieder mit Vollgas rein. Hat letzte Runde funktioniert, dann wird es wieder funktionieren müssen. Warum? Naja, weil ich es will. Wieder ein Hauch schneller. Wie die Dalin nochmal etwas weggefahren ist. Gefühlt weggefahren ist. Leicht schneller als letzte Runde, aber auch nur ganz leicht. Immer noch 4. Auf der Strecke sind gerade 3. Ah, der Ausgang, der war jetzt, oder die Durchfahrt war jetzt nicht so gut. Das denke ich, wird langsamer werden. Ne, 14. schneller. 4,5. Yeah, einen weiteren Platz verbessert. Gucken, ob die Ideallinie jetzt wieder größer, länger geworden ist. Leicht langsamer. Hier ist eine kleine Senke und da steht das Wasser. Das ist echt gut gemacht. Denn wenn da eine Senke ist, klar, dann steht da das Wasser. Deswegen ist die Ideallinie unterbrochen. Richtig gutes kleines Detail. Aktuell sind wir 4. Und das war zu schnell. Jetzt frage ich mich, hoppala, was ist denn hier los? Liegt da der Kimi unter dem Kies oder was?
ich fahre nochmal. Ich hätte mir den Wetterbericht genauer angucken sollen, wobei die erste halbe Stunde war ja ziemlich sehr nass, ziemlich sehr nass. Ich glaube, ich werde nicht alle Runden jetzt verbraten. Die Diadem ist länger geworden. Hier ist sie sogar richtig stark geworden. Die ist breiter, trockener geworden. Und die Senke ist jetzt auch abgetrocknet. Aktuell langsamer, aber hier diese Trockenheit könnte helfen. Hier endet die Diadem. Also, nee. Zumindest die etwas trocknere. Hier endet auf einmal die Ideallinie. Bitte drehen Sie um. 54,3. Zu viel gebremst, leicht schneller. Dann kommen wir jetzt rein und gucken am Ende nochmal. Aktuell Platz 6. Mal gucken, ob sich das rechnen wird, ob die Strecke später sogar noch feuchter ist. Oder noch schlimmer. Sie wird jetzt nochmal etwas besser und gegen Ende wird sie schlechter, dann sind wir ganz hinten. Könnte sein. Jetzt stehen hier rechts keine Leute im Training, standen sie da noch. Jetzt ist es wohl einfach zu nass. Die hier im Paddock Club, die haben eine Regenphobie. Ein Jaguar. Wir spulen vor. Wie viele Runden? Runde 7. Okay, wer kann noch 6 fahren? 6 mal 2, 12, sagen wir mal 14 Minuten. Restzeit. Etwas mehr Restzeit auf der Uhr haben, das wäre besser, weil. Ich behalte auch mal die Zeit im Auge, dann könnten wir nochmal die anderen angucken. Bei Inters. Das sind Inters, ne? Tanken 6 und Box verlassen. Mit frischen Inters, genau. Platsch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Strecke ausschaut. Konnte er da nicht auf seine Reifen achten. Und ich wollte auch nochmal die Garagentore angucken, ob das 3 sind, die am Anfang zu sind. Ob es eine ungerade Zahl ist. Die Strecke hier links von uns ist nass. Da hat sich nicht viel getan. Ja, die hat sich nicht erweitert, die ist eher noch schlimmer geworden. Ja, wir hatten schon mehr Trockenheit, aktuell sind wir 8er. Hier war es vorhin trocken, jetzt ist es hier wieder komplett nass. Die Dialine ist komplett verschwunden. Das ist ja bitter. Aber wir sind noch 8er, das ist nicht schlecht. Muss aber eigentlich auch gar nicht weiter probieren. Und ob die Strecke in, sagen wir mal, 12 Minuten wieder so ist, wie sie war, als wir noch gefahren sind, das kann man stark bezweifeln. Thank you.
Mal gucken, wie es nach einer Runde aussieht, aber ich nehme natürlich an, dass die Strecke langsamer ist. Allein schon, wie es einfach in Maggots Baggots rund ging. Es ging vorher viel besser. Ja, vom Gas gehen hätte ich jetzt nicht zwingen müssen. Ich hätte jetzt nicht zwingend vom Gas gehen müssen, kommt vielleicht besser. 25-0. Was, so nah daran hätte ich nicht gedacht. Hätte mit mindestens einer halben Sekunde Rückstand gerechnet. Vielleicht ist es jetzt da, wo es die ganze Zeit schon nass war, jetzt einfach nicht mehr ganz so nass. Und da, wo es halt trocken war, jetzt einfach nur feuchter. Und deswegen macht sich das nicht viel. Vollgebremst, ich bin sogar ein Hauch schneller. Hä? Das müsste dann die Theorie unterstreichen. Oh, hier ist ein Stück Ideallinie zu sehen. Das ist da, wo es jetzt immer noch nass ist, einfach nicht mehr so nass ist wie vorhin. Wobei das so viel trocken hatten wir auch gar nicht. Das war halt, ja, Durchfahrt Baggots und natürlich Ausfahrt Baggots. Statt hier macht keinen großen Unterschied und dann, ja. Stau. Das war's ja auch schon. Schneller. Platz 7. Ja, okay. Wir fahren das durch. Wir fahren das bis zum Ende. Jetzt dödel ich ja wieder mit Vollgas durch. Das lasse ich mir nicht nehmen. 25-1. Sehr 17.000 schneller. Zu früh gebremst, scheiße. Zu schnell. Vielleicht war es aber auch genau richtig. Mal gucken. Ne, langsamer. Knapp langsamer. Eine 24er, sehr schön. Immer noch Siebter. Nächste Runde ist die letzte Runde. Halbe Sekunde schneller. Zweite Reihe, gut gemacht. Vierter. Soll nochmal alles geben. Ich meine, wir sind Vierter. Da kann vielleicht der ganz große Wurf noch drin sein. Ich gebe jetzt alles an Risiko, ohne jetzt den Wagen bewusst sofort abzuschießen. Aber jetzt habe ich nochmal alles rein. Jetzt sind wir Vierter, jetzt können wir uns das leisten. Noch schneller.
Das könnte der Jaguar vielleicht noch ärgern. 53,8. Das ist zu schnell. Zehnt langsamer, nicht schön. Offenbar ist der Jaguar ja langsamer als wir. Oder er ist unter den besten drei. Er biegt ab. Gibt leider keinen Windschatten. 29,6. Jawoll, dritter Platz. Jetzt kommen wir auf jeden Fall rein, ansonsten werden wir disqualifiziert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier bei diesen Bedingungen so weit nach vorne fahren können. Also klar, dass wir im Nassen besser sind als im komplett Trocknen. Schon klar, aber gleich so weit nach vorne. Aufgepasst. Lift and Coast betreiben. Innen kommt gerade niemand. Könnte eng werden mit dem Sprit. Dann bleiben wir halt liegen im Cyberspace. Jetzt haben wir noch fast 0,3. Ich gebe mir etwas Gas, damit wir Schwung mitbekommen. Na, das schaffen wir schon. Selbst wenn der Wagen dann ausgeht, wir rollen ja dann mit locker 100 Sachen. Und die Boxengasse, ach, das geht. Wir haben noch über 0,2. Jetzt knapp unter 0,2. Jetzt gebe ich erstmal sowieso kein Gas hier in dieser Ecke. So, wir kommen noch mit über 0,1 bis zum Boxengassenbegrenzer. Das ist doch super. Und alles, was jetzt gleich passiert, das kann mir keiner ankreiden, denn, ja, kann ich nicht beeinflussen. Na, willst du uns schieben, kleiner Minardi? Wie er sich anstellt. Oh nee, der biegt vor mir ab. Jetzt muss ich ihm die ganze Zeit hinterherfahren. Das ist doch zum Kratzen. So in etwa. Wie wir aber schön hier die 30 Sachen halten, weil er uns anschiebt, hä? 31, Entschuldigung. Noch dritter. Michael Schumacher 27,4,9. Wow. 2 Sekunden vor. Was denn hier los? Häkkinen und eben auch uns. Was? Zeitgleich mit Häkkinen? Er hat seine Zeit aber eher gesetzt, als weniger Grab war. Scheibenkleister. Einer beknackte Tausendstel. Kann doch nicht wahr sein. Fünfter, das ist doch Betrug. Heidfeld auf... Boah, Kim, hä? Kimi schummelt. Der ist... Der hat den Wagen nicht nach Hause gebracht. Der hat den im Kies geschrottet. Also... Die werden nie so schnell die Aufhängung repariert haben. Ja, ist bloß ein Rad abgeflogen, aber... Kimi hat geschummelt. Was ist das denn? Über 1,2 Sekunden hat Michael Schumacher auf den zweiten Vorsprung. Sauber auf 2 und 3. Dann Häkkinen, dann kommen wir. Ralf Schumacher, Barrichello de la Rosa auf 8. Sehr gut. Frenzen auf 10, Montoya nur auf 11. Ah, BMW Williams und Regen, das schmeckt jetzt nicht so sehr. Coulthard nur auf der 12, Verstappen direkt dahinter. Panis nur auf der 14, Alesi nur auf der 15. Villeneuve nur 18. Irvine nur 20. Und Thomas Enke, über 4 Sekunden hinter Alonso.
Das war auf jeden Fall ein interessantes Qualifying. Mal gucken, was daraus von rennen wird. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.